Hallo zusammen und willkommen zu meinem letzten Test von Grime, einem sehr abgefahrenen aussehenden Plattformer. Das heißt, ich habe schön meinen Controller in der Hand. Das ist bei solchen Spielen meistens besser. Ich lasse alles so, wie es geplant ist. Es hat leider keine Einstellung für... Ah, doch, da oben. Sound. Probieren wir das erstmal damit. Na, vielleicht noch ein kleines Tick leiser. So, back. Starten. Neuer Safe Game. Also ich habe irgendwas davon gehört, dass man in einer sehr abgefahrenen Welt unterwegs ist. Oh, wahrscheinlich wird es jetzt erklärt, ja? Wurde uns gerade wortwörtlich Leben eingehaucht. Und wir wurden doch irgendwie, wahrscheinlich aus Grime, zusammengetöpfert. Das sah halt so ein bisschen wie aus wie Lehm über Knochen rüberschieben oder so. Und wie? Autsch. Ah. Okay. Ich kann mich gerade nicht umdrehen. Wäre schon mal sehr interessant. Oh. Zu Ende geheilt. Dann sind wir aber so gut wie unzerstörbar, richtig? Jedes Mal, wenn wir zerlegt werden, basteln wir uns nach und nach wieder zusammen. Mal gucken. Wir haben Quickstarts unten links, wir haben HP-Balken oben, wir haben einen Stamina-Balken da drunter, das blaue. Was ist das? R1. Ein Double Jump? Bisher haben wir nur einen normalen Jump. Okay. Wir kriegen garantiert irgendwann einen Double Jump. Dann können, oh. Hallo? While moving dash, you can dash through creatures. Und das ist Backstep. Ah, okay. Können wir die auch irgendwie zerlegen, um Sehen zu bekommen oder so? Okay, die sind wohl friedfertig. Benutze Bla zum Absorbieren. Benutze R1 in dem Moment, also es ist quasi parieren. Also R1 drücken, wenn ein Gegner gerade dabei ist anzugreifen. Hm. Okay.
Ein Frail Arm haben wir gefunden. Kann man es als Waffe benutzen? Das ist bestimmt auch noch erklärt. Wir haben unten 203 von diesen komischen Kristallpunkten. Okay, wir können nach unten gucken. Wir können nach oben gucken. Da ist ein komisches Steinding. Hey. Falsch. Mein Kopf ist... Ja, du bist quasi noch falsch, ne? Nur Kopf. Du hast kaum noch was anderes. Können wir die kaputt dashen? Erst eine Waffe. Oh, das... War das jetzt richtig? Das kam mir falsch getimt vor. Greift ihr an? Oh. Okay, Fallschaden. Ist eine Sache. Nach unten springen. Gut. Hey. Magst du mich angreifen, damit ich essen kann? Werde ich schubsen. Ich glaube, wir müssen ihn aber schubsen. Oh nein, durchdashen ist okay. Nochmal. Also, den Gegner absorbieren stiehlt ihren Atem. Benutze R2, um einen vollen Meter in Lebenspunkte zu wandeln. Oh, es wird gar nicht verbraucht, der Atem. Also nicht bei der Sache. Vielleicht später für irgendwelche anderen Spezialfeature oder sowas. Klettern ist wie gewohnt bei anderen Spielen. Weeping Cavity. Levolam Dust. Ich gehe mal, genau, gucken wir uns hier mal um, was wir da alles haben. Wir haben... Eine Übersicht über die verschiedenen Gegner bisher. Ein Boulderhead. Wie wächst... Ah, hier. Frail Arm. Die sind fast keine Gefahr. Wir haben 3 von 5 absorbiert und wenn wir sie zu Ende absorbiert haben, kriegen wir vielleicht irgendwas? So, da haben wir doch. Wir haben die Karte. Aber das sind wirklich nur die Punkte, die wir abgelaufen sind. Das zeigt nicht, wie die Karte aussieht. Das ist nur unser bisheriger Weg. Surrogate, Lost Vessel, Beacon, keine Ahnung. Fähigkeiten. Can be used to return to the most recent created Surrogate. Surrogate hört sich an wie so eine Art Klon. Wir haben auch Slots für Torso, Arme, Beine. Wir haben nichts in den Händen und 1, 2, 3, 4 sind Quickslots für was anderes, irgendwas anderes. Wir haben auch Stats. Ich mag es, wenn ein Spiel Stats haben. AP, Kraft, Stärke, Dexterity und Resonanz. Ja, gut. Schnellreisepunkt. Wachsen. Oh, Level Up, oder? HP Pool, mehr Force. Mehr Stärke. Also es gibt Stärkewaffen und Dexwaffen, wie bei ähnlichen Dark Souls-artigen Spielen. Increase Damage for Resonance Scaling Weapons and Traits. Wie viele Punkte haben wir? Wo steht das? Ah ne, es kostet nur Seelen, also Masse da oben. Denke ich. Scheint das Ding anzubeten. Ein imprinteter Levolam bekommt dein, also wird dein Checkpoint und Surrogate. Wenn immer du zerstörst wirst, wirst du dich hier wieder zusammenstellen. Wenn du reformiert wirst, taucht auch deine ganzen Gegner wieder auf. Benutze Masse, um dein Vessel aufzustufen. Also genau wie Souls-like-Spieler. Nope. Ich hätte trotzdem ganz gerne eine Waffe, anstatt immer dieses Parieren nutzen zu müssen. Ich mag Parieren in Spielen nicht, weil Timing-Sache, gerade in hektischen Situationen, ist immer ein bisschen Geh weg, ihr Hässlichen, ihr. Ah, schön. Perfektion. Ich weiß, danke.
Entschuldigt mich, für einen Moment dachte ich, ihr wärt einer von diesen fehlgeformten und hässlichen Leuten. Aber nein, nein, du bist nicht wie sie. Überhaupt nicht. Oh, da oben ist ein Riesenarm. Du bist ein Händler, oder? Ich kann für dich nützlich sein, ich verspreche es. Ich werde suchen nach Dingen, die nützlich für dich sind. Ja, ich werde sie wiederfinden. Ich werde euch wiederfinden mit einem Geschenk würdig deiner göttlichen Aufmerksamkeit. Hihihi. Das war einer der ersten Kommentare, der mir bei Dark Souls 1 damals aufgefallen ist, als ich angefangen hatte mit der ganzen Souls-Reihe. Dass die meisten NPCs irgendeinen ominösen Scheiß sagen und danach kichern. Vier von fünf. Oh, Secret. Richtung. Okay, ich will jetzt nicht sterben. Warte, wir konnten uns heilen mit das gedrückt halten. Oh, warte, der Atem ist nicht das, was ich dachte. Die blaue Leiste ist Force, das ist einfach nur Stamina. Die Leiste für die Sonderfähigkeiten ist links daneben in einem der Kreisel drin versteckt. Probier nochmal zu parieren. Ja, sehr schön. Genau, das haben wir jetzt ein kleines bisschen. Das ist der Atem. Dieser linke orangene Balken. Arden Sand. Bist du eine Seelenbatterie? Sowas in der Richtung? Ich denke. Das ist die Steine hier, die sollten wir. Das ist noch was anderes. Die Steine sollten wir behalten, wenn wir sterben. Du bist nicht garstig. Ich hoffe, das wird auch schön offen alles. Was ist das hier für ein Rückzugsort? Soll das uns nur zeigen, dass man durch sowas durchdashen kann? Die Wand. Hier sieht aus, als hätte sie ein Loch in der Mitte, oder? Huh. Ja, also vielen Dank nochmal an den Zuschauer, der mir das Ganze gesponsert hat. Es sieht ziemlich interessant aus. Die kam von unten, ne? Oder kam von da oben? Hier ist nichts. Kann man da sich irgendwie ranhängen? Nein. Karte. Genau, wir kamen von links. Surrogate. Surrogate ist jetzt dieses Kristallding, wo wir uns leveln können. Hier kamen wir her. Okay, wenn wir links rumgehen, da waren wir noch nicht. Oh. Wow. Das führt es wieder hier hin. Nee. Jetzt hier unten noch weiter. Ich habe das Gefühl, ich übersehe irgendeinen direkten Weg. Und das mit den Wänden antippen ist auch so eine Dark Souls-Sache. Wenn man einmal weiß, dass es Secrets gibt, dann muss man jede Wand checken. Okay, also wir müssen irgendwie hier nach oben. Oder weiter rechts? Okay, wenn wir die Plattform direkt über uns, wenn wir auf die irgendwie raufkommen, dann nach links.
Da wird es weitergehen. Ja, hier beim Händler. Ah, okay, Doc. Crawler 3 von 8. Nagel. Hätte ich gerne Waffe. Ungeformte Finger. 100. Das klingt nach einer Waffe. Nagel. Equippen. Was machst du? Kann geworfen werden, um Leute zu irritieren. Kann zum Zurückborden genutzt werden. Wenn man es benutzt, sorgt es dafür, dass das nächste Mal absorbieren 100% mehr bringt. Sollte ich also machen, wenn ich sehe, dass irgendwo ein interessanter, großer, neuer Gegner ist. Und das hier ist jetzt eine Seelenbatterie. Die ungeformten Finger. Das würde jetzt 100 Masse geben. Ne, die bewahre ich mir auf, falls irgendwann mal was fehlt zum Leveln. Warte, muss ich gar nicht parieren? Also ich glaube, ich... Au. Was war das hier gerade? Ich glaube, ich muss gar nicht parieren, um sie aufzusaugen. Ich glaube, ich kann die alle so aufsaugen. Ich probiere es beim nächsten Gegner mal. Also bei der Hand nicht. Da muss man... Ja. Prey Hunt completed. Das ist jetzt hier. Grow to gain. Restore total force on... Successful Absorb or Repel. Force ist jetzt die Stamina, also das Sprinten und Springen und so weiter. Dafür brauchen wir noch mehr. Ja, wenn wir das nächste Mal bei dem Kristall sind, können wir das gerne machen. Das war schlecht getimed. Das war schlecht. In jedem dieser Spiele, wenn ein Gegner langsam angreift, klappt's nicht. Da war... Dark Souls 3, glaube ich, das Schlimmste mit drin. Die haben so lange ausgeholt und dann nochmal hier rum und darum, bis dann irgendwann endlich der Angriff kam. Gar nicht. So. Willst du nach mir greifen? Nein. Hey, Händler. Oh, du... Perfekter. Ich habe ein Geschenk für dich gefunden. Diese glorreichen Kavernen. Was? Carven? Das ist kein Kevin. Use these stick things to more easily crush the disgusting lesser. Ich glaube, da gibt es einfach nur einen Knüppel. Small Eggs, ja. Okay. Also, Inventar und Ausrüsten. Gut. Also, Knüppel. Ja, ja. Mord und Totschlag. Oh. Ich müsste wahrscheinlich hier countern, ha? Huh? Ich glaube, da benutze ich jetzt mal dieses Staubding da. Das ist jetzt... 3. Wie wähle ich das aus? So. Okay, jetzt countern. Bam. Das gab gut was, ne? Ja, 253. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Warum funkelst du so? Beacon. Das ist jetzt ein Schnellreisepunkt, oder? Map Information Update. Ah, sehr schön. Okay. Jetzt können wir nämlich genau sehen, wo wir schon waren. Wo wir noch hingehen können. Südwestlich von uns ist zum Beispiel noch ein Secret-Gebiet. Wo irgendwie die Wände nicht richtig verknüpft sind. Und hier, wenn wir wieder zurückgehen, ist oben noch eine kleine Ecke. Okay. Haben wir die Karte auch, wenn wir nicht bei dem Ding stehen? Ja, haben wir. Angreifen und Dashen konsumiert Force, das ist der blaue Balken, was sich langsam regeneriert. Ohne Force können diese Aktionen nicht initiiert werden. Ja.
Wir haben noch eine Spezialattacke mit Ding. Die braucht viel länger, okay. Aber wenn man sie gut timet mit der Distanz, passt das schon. Debris Field. Nägel. Genau, die Nägel konnten wir werfen. Du kommst du bestimmt gleich hoch, oder? Ja. Da, ich wollte dich doch. Das macht echt nicht viel Schaden. Aber es könnte gegen Bosse interessant sein, wenn man nicht in den Nahkampf will. Solange wir noch keine, solange wir keine Fernkampf haben. Oh. Ich wollte kurz testen, ob ich da durchdroppen kann oder so. Nein? Okay. Wäre ein gutes Secret. Dich können wir nur von der anderen Seite brechen, denke ich. Wenn ich die aber so jetzt zerklopfe, dann kriege ich nicht deren Zeug, ne? Red attacks can be absorbed. You can dash through enemies. Can't be absorbed. Dann machst du das jetzt gleich, ja? Warum hat er da so einen komischen Strich in seiner Leiste? Oh. Oh. Hunt point gained. New prey found. Was sind jetzt Handpunkte? Also oben sind drei verschiedene Kategorien. Von den zweiten und dritten haben wir noch gar nichts gesehen. Das sind jetzt alles steingeformte. Sowas in der Richtung. Wir müssen mehr von den Steingesichtern zerknüpseln. Und noch ein Arm. Secret. Prickly Weeper Chest. Das wird Ausrüstung sein. Plus 5% plus 10% A. Das ist Dex und... Nee, Force und Health. 0 von 3 Prickly Weeper. Frail Arm plus 30%. Was heißt das? Dass wir mehr Ressourcen bekommen? Oi, Cosmetic. Sowas ist schon mal sehr schön. Also wir können später eine coole... Ah, wir haben Spikes. Also wir können, wenn uns irgendwas optisch gut gefällt, dann extra das auswählen, nur fürs Optische. Immer ein sehr gutes Feature in so gut wie allen Spielen. Auch wenn es manchmal keinen Sinn macht und so, aber man will halt auch gut aussehen, ne? Ein Computerspiel zumindest. So. Ah, ich hab... Wenn ich sie so zerhaue, kriege ich auch nicht die Informationen, die ich brauche, richtig? Ja. Okay, ich muss mehr von denen absorbieren. Nicht alles wahllos zerstören. Verstanden. Da oben zum Beispiel. Jetzt setze ich mal, ob ich absorbieren kann, wenn ich sie nicht per... Oh! Das ist aber nicht nett von dir. Wie komme ich daran? Also nee, es muss ordentlich pariert sein. Komm her, komm her, komm her, komm her. 2 von 5, okay. Und wenn man hier einen killt, kann man das Ding als... Ja. Warten, 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 warten. Kannst du mich nochmal angreifen? Okay, warte. Ich heile mich erstmal, ne? Ist okay. So, wenn du so nett wärst, könntest du mich jetzt angreifen. Ich hab mich kaputt gemacht. Why? Ich denke, jedes Mal das erste wäre ein Angriff. Hab ihn. Und der zählte nicht mal für irgendwas. Sehr weird. Ich laufe übrigens gerade mit ziemlich... Au. Mit
ziemlich viel Masse durch die Gegend, fällt mir auf. Die sollte ich eigentlich mal ausgeben, bevor gleich irgendwas Schlimmes passiert. Ich denke, ich nutze mir diesen einen Gegenstand zum Zurückteleportieren, auch wenn wir dann recht viel backtracken müssen, ne? Nee. Wenn ich meine Computerspiele kenne, dann sind wir relativ kurz vor dem nächsten Waypoint. Heißt, wir ignorieren jetzt einfach mal mehr Gegner. Weiter rechts, denke ich. Sonst wäre es halt zu nah dran im alten Waypoint. Euch umgehen wir alle mal. Oh. Okay. Zwischendurch müssen wir die Gegner absorbieren, um uns wieder zu heilen. Wir haben eine neue Rüstung bekommen. Die Rüstung haben keine Nacht... Oh. Waffe. Okay. Die Rüstung scheinen keine Nachteile zu haben. Und ich glaube... Dieses eins von Dingens da, genau. Das ist ein Set. Das ist das Prickly Weeper Set. Das macht Frail Arm plus 30%. Aber wir haben es halt noch nicht vollständig. Uns fehlen noch die Handschuhe. So, wie wechsle ich zwischen den Waffen? Oh, die Skalierung ist da auch bei. Also ja, es ist ein Dark Souls Platformer. Eindeutig. Weapon Power 22, Weapon Power 14, aber dafür wesentlich schneller. Es skaliert mit B auf Dex. Ah, okay, L1. Das sieht cool aus, ja. Warum leuchtet mein Kopf jetzt so rot? Au. Oh. Oh. Würde ganz gerne mich jetzt doch nach Hause teleportieren. Da. Nach Hause. Da sind wir wieder. Jetzt mit besserer Rüstung. Und wir würden gerne wachsen. Wir haben einen Trade bekommen. Er hält 25% seiner totalen Force zurück bei einem Absorbieren und Repel. Das Wachsen braucht ein Rot. Und das Refunden braucht einen so einen komischen Kreis. Wir haben ein Rot. Also nehme ich das einfach mal. Das könnte man jetzt weiter ausbauen, wenn man das denn wollen würde. Dex. Ich hätte gern eigentlich eher so ein Arkan-Bild. Ja, das klingt interessanter. Wie teuer ist jetzt aufzustufen? Wir haben oben, kann man den sehen, in grün, 847 Masse. 191. Ich denke, das Aufstufen kostet 191? Ja. Und es ist egal, was wir aufstufen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt quasi Resonanz auf 100 bringen könnte. Und das kostet dann irgendwann richtig viel. Und wenn ich dann Deck skaliere, dann wäre es wieder ganz günstig. Nee. Er nimmt quasi das totale Level. Und dann kostet es halt entsprechend mehr. Das heißt, man sollte schon ein bisschen aufpassen, was man tut. Ja? Ich denke, Force und Hells können wir immer gebrauchen. Und schon sind wir pleite. Okay. Ja, also bisher sieht es nach einem sehr soliden Plattformer aus. Es könnte jetzt Sinn machen, die ganzen Monster alle einmal durchzugrinden, um die ganzen restlichen Spezialfähigkeiten zu bekommen. Danach würde man nach und nach die Welt weiter erforschen. Gucken, was es für tolle Rüstungen gibt, die Rüstungssets zusammensammeln, wenn man sie dann braucht. Es wird doch bestimmt irgendwelche Bosse geben. Alles in allem habe ich bisher nichts zu bemeckern. Und wie gesagt, das Setting gefällt mir sehr, also die Atmosphäre und alles. Ja, ich denke, es hat jetzt bisher nichts wirklich Negatives und ich kann es nur empfehlen. Ich weiß leider den Preis gerade nicht und ob es Early Access ist, weil es mir halt ein Zuschauer geschenkt hat. Aber wenn es günstig ist, auf jeden Fall zugreifen. Weil bei solchen Plattformern
Das klingt komisch, aber solchen Plattformern so einen Vollpreistitel zu bezahlen, was ja inzwischen 50, 60 Euro sind, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, leider. Es ist ein bisschen unfair dem Genre gegenüber, aber gefühlt sind solche Spiele nicht so lang, wie jetzt irgendwie so ein Open-World-Survival-Ding, wo man wirklich hunderte von Stunden spielen kann. Ich weiß nicht, ob es hier der Fall ist, aber das ist so eines meiner Vorurteile Plattformern gegenüber. Ja. Behalte ich auf dem Plan. Ich werde jetzt erstmal kein Let's Play zu machen, weil, wie in dem News-Video schon erwähnt, habe ich ein paar andere Sachen vor. Aber das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, sehr schön. Also vielen Dank an meinen Zuschauer. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen und man sieht sich bei meinen anderen Projekten. Bye-bye.